Er fordert im Namen Gottes eine gerechtere Welt. Thomas Müntzer, ein Prediger aus Thüringen. Freiheit! Anfangs ein Anhänger von Martin Luther, wird er später sein erbitterter Gegner. Während der eine auf die Macht der Fürsten setzt, wendet sich der andere gegen sie. Als die Bauern gegen den herrschenden Adel aufbegehren, schlägt sich Müntzer auf ihre Seite. Erklärt Freiheit und Gleichheit zum göttlichen Recht. Eine Anhöhe bei Frankenhausen in Thüringen. Seit einem Jahr schon tobt in Teilen Deutschlands der Bauernkrieg. Es ist der 15. Mai 1525, der Tag der Entscheidung. Die Wut der Bauern gegen die Unterdrückung durch den Adel und den Klerus hat sich aufgestaut. Es ist der Aufstand des gemeinen Mannes gegen die bestehende Ordnung. Die erste Revolution auf deutschem Boden. Wir fürchten nur Gott und sonst niemanden. An ihrer Spitze steht kein Feldherr, sondern ein Pfarrer, Thomas Müntzer. Im Angesicht der riesigen Übermacht bleibt nur die Hoffnung. Die Söldner der fürstlichen Heere ziehen bestens gerüstet in die Schlacht. Kriegserprobte Kavallerie und Kanonen sollen Thomas Müntzers Heer der Bauern zur Aufgabe bewegen, noch bevor der Kampf beginnt. Allmächtiger Gott, was sollen wir gegen diese Armee ausrichten? Mit Forken gegen Kanonen? Die machen uns doch nieder. Der Prediger Müntzer trägt kein Schwert. Seine schärfste Waffe ist das Wort. Liebe Brüder, verzagt nicht! Wir werden siegen, wie einst David über Goliath gesiegt hat! Wollt ihr göttliche Gerechtigkeit? Wollt ihr Freiheit? Also dann, nieder mit den Fürsten! Kanonen laden! Der Macht der Fürstenarmee haben die Bauern nicht mehr entgegenzusetzen als ihr Gottvertrauen. Feuer! Attacke! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. In Frankenhausen entlädt sich ein Konflikt, der den Kontinent seit über 100 Jahren immer wieder in Atem hält. Zwischen Herrschern und Beherrschten, Adel und Bauern. Immer wieder flammen Aufstände auf.